Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für ein neues Video. Heute gibt es mal ein Video zum Thema Fotografie Basics und zwar geht es um diese mysteriöse kleine Taste, die ihr vielleicht links oder rechts neben eurem Objektiv an der Kamera habt und was ihr damit anfangen könnt, das zeige ich euch gleich. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Foto macht, ihr habt durch den Sucher geschaut, alles eingestellt und ihr macht das Bild und am Ende sieht das Bild irgendwie doch ein bisschen anders aus als das, was ihr im Sucher gesehen habt. Das liegt einfach daran, wenn ihr durch den Sucher schaut, seht ihr immer das Bild mit einer Offenblende. Gerade wenn ihr so ein sehr lichtstarkes Objektiv drauf habt, zum Beispiel so ein 1,8er Objektiv und ihr schaut durch den Sucher, dann ist natürlich die Schärfentiefe teilweise ganz anders, als ihr das jetzt zum Beispiel eingestellt habt. Gerade wenn ihr jetzt eine sehr, sehr kleine Blende habt, von mir aus eine Blende 22, seht das Bild aber mit einer 1,8er Blende, dann ist natürlich das Bild hat eine komplett andere Wirkung als das, was ihr eingestellt habt. Deswegen habt ihr diese kleine Abblendtaste an eurer Kamera. Ihr schaut also durch den Sucher, stellt dann einfach die Belichtung ein, die Blende, so wie ihr das gerne haben wollt und drückt dann diese Abblendtaste und dann seht ihr genau die Schärfentiefe, die ihr eigentlich haben wollt. Und dann könnt ihr das Bild auch genau so einrichten, wie ihr das wollt. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das aussieht, wenn ihr durch den Sucher schaut, ohne diese Abblendtaste zu drücken. Ihr seht also hier, ihr habt das jetzt mit so einer 1,8er Blende bei dem Objektiv, was ich hier drauf habe. Das heißt, der Vordergrund ist ganz scharf, Hintergrund ist unscharf. Wenn eingestellt hatte ich aber eigentlich eine Blende 22, wo natürlich eine viel, viel größere Schärfentiefe ist und hier auch die hintere Figur viel, viel besser erkennen könnt. Seht also, diese Abblendtaste ist immer ein gutes Hilfsmittel, damit ihr auch seht, wie das Bild dann wirklich aussieht, wenn ihr das Foto macht. Noch ein kleiner Tipp für alle, die jetzt so eine Kamera haben, aber diese Abblendtaste nicht in der Kamera haben, ist gerade bei den einfacheren Kameramodellen kann das passieren, dass da so eine Taste nicht dran ist. Dann geht einfach mal in eure Menüeinstellung und da habt ihr die Möglichkeit, die Set-Taste auf eurer Kamera zu belegen, eine Funktion zu hinterlegen und da habt ihr zum Beispiel auch den Punkt Schärfenkontrolle und das ist genau die Funktion, die diese Abblendtaste an der Kamera hat. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!